Also, herzlich willkommen zu unserer, also zum zweiten Tag unserer Anarchismuskonferenz Macht ohne Herrschaft. Da ist ja ganz viel, wir sind ja im Nachhinein, hat ja etwas Diskussion ausgelöst. Der Titel Macht ohne Herrschaft war eine Idee von Julia. Es müsste ja eigentlich heißen, keine Macht für niemand und so. Und da sage ich immer, seid mal froh, der ursprüngliche Titel, der war, also ich finde den gut, sehr inspirierend, Macht ohne Herrschaft. Aber der ursprüngliche Titel, der war viel schlimmer. Und zwar, so sollte unser Buch heißen, Freiheit und Beliebigkeit. Das haben wir für diesen Kongress gemacht. Also da ging es, das ja, es macht ohne Herrschaft wirklich, ja. Das war der ursprüngliche Gedanke, so ein bisschen, dass wir nicht einfach nur einen Kongress machen, sondern auch für diesen Tag ein Buch herausgeben. Es war eine schwere Geburt, eine ganz schwere Geburt, und man hat es ja oft, dass kurz nach der Geburt, dass dann die Mutter sagt, nee, mach ich nicht wieder. Ja. Also in dem Sinne, so ein Buch hat eben viele Eltern, also zwei stehen jetzt hier vorne. Also wir sind die Herausgeber, der Klaus Lederer und ich, Carsten Krampitz, aber das eigentlich sind da ganz viele Herausgeber mit dabei. Also die, so viele Leute, die dazu beigetragen haben, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit dieses Buch stemmen konnten. Also das hat 2,5 Monate haben wir gebraucht dafür. Mhm. Ja. Und das ist eine feine Sache geworden. Nicht? Ja. Wir können ja wenigstens ganz kurz ein paar Namen nochmal, nicht ausführlich und nicht umfassend, aber ein paar Namen durchaus hier nochmal nennen, weil, wie gesagt, Carsten hat es schon völlig richtig angemerkt, es sind immer viele Menschen, die dazu beitragen, wenn man so eine Sache macht. Es ist letztlich mehr oder weniger ein Kollektivwerk. Wir stehen da vorne auch ein bisschen stellvertretend drauf, aber beispielsweise Vera oder Markus, die ja hier auch sind, ohne die wäre es undenkbar gewesen, das Buch zustande zu bekommen. Und natürlich, da unsere Verlegerin heute auch da ist, also dass wir es geschafft haben, dass wir es hinbekommen haben, im Karin Kramer Verlag das Buch dann auch machen zu können und vieles andere mehr, das ist schon toll. Und ich freue mich, dass auch ein paar unserer Mitautoren heute hier sind, zum Beispiel Konstanze, zum Beispiel Matthias, jetzt Wolfgang Seidel und natürlich hier vorne Manja und Markus. Also wir hoffen, dass es, wenn wir jetzt hier so ein paar Auszüge aus der Anthologie bringen, dass es Ihnen und euch Spaß macht und vielleicht auch dazu anregt, sich das Buch runterzuladen. Gibt noch nicht mal Commons-Lizenz, aber noch nicht. Okay, also wie auch immer, das Buch sich irgendwie an Land zu ziehen, auszuleihen gegebenenfalls oder auch zu kaufen. Das Buch ist ja auch käuflich. Beim Lesen dann auch noch ein bisschen Vergnügen zu haben, und jetzt steigen wir einfach ein bisschen ein. Ja, also wenn ich mal kurz vorstellen darf von den vielen Autoren, die wir hier haben heute, oder einigen, bin ich ganz besonders stolz neben Wolfgang Seidel, dass er da ist, aber Markus Lieske, und mir ist verboten worden zu sagen, wenn ich Markus Lieske ankündige, dass ich sage, das ist der Singe Dresen, sage ich jetzt nicht. Also wir haben schon einige Projekte miteinander gestimmt, und der Markus hat jetzt hier einen Text, das ist für uns als linke Partei ist ja nicht leicht, über den Anarchismus zu schreiben, ohne dass wir da bestimmte Vorurteile wiedergeben und dass es erwartbar wird, wie wir zu bestimmten Leuten oder so, oder weiß ich, eben zur FAU stehen. Deshalb haben wir dieses Thema gar nicht behandelt. Und jetzt hat sich einfach aus dieser langen Zeit, weil auch ich komme aus diesem Umfeld, hat sich Markus erinnert. Und das ist eigentlich, ist das ja eine unendliche Geschichte, weil es ist die Geschichte von dem Erich-Mühsam-Festival. Die Manja, die ist die Sängerin vom Singenden Tresen, und der Markus, all die Jahre organisiert haben. Und so ein bisschen ist das unser Traum, dass wir im nächsten Jahr zum 80. Todestag von Erich-Mühsam, dass wir das wieder schaffen könnten, dieses Erich-Mühsam-Festival, und wenn es nur an einem Tag ist, wiederzubeleben. Als Emmerli
gemeinsam mit der Mühsam-Gesellschaft und mal sehen, wer da noch so mit einsteigt. Aber das ist eine lohnende Sache, wie ich finde. Und da macht jetzt der Markus sozusagen den Aufschlag. Ja, danke. Ja, mein Text ist leider relativ lang. Ich versuche ihn jetzt mal so live ein bisschen irgendwie einzukürzen. Mal gucken, aber ich habe schon was gesehen, was ich so noch weglassen kann. Der Text heißt All Lost in the Jugendkultur von Künstlern und Anarchisten. Da steht er, der Anarchist, steht schwankend auf der Querverstrebung eines Barhockers, den Schmerbauch vorgestreckt, die rechte Hand auf der Sitzfläche, die linke überm Kopf zur Faust geballt. Ich rufe euch zur direkten Aktion, brüllt er und verliert dabei fast das Gleichgewicht. Die revolutionäre Masse vor ihm, 20 oder 30 schwarz gekleidete junge Männer, johlt und klatscht. Die Szene ist mir unvergesslich. Erich Mühsamfest 2003 im Stadtbad Oderberger Straße. Draußen dämmert es bereits. Die Betreiber der Bücherstände beginnen mit dem Abbau. Das Live-Programm auf 3 von 4 Bühnen ist beendet. Doch noch immer schieben sich ein paar hundert Menschen durch die schmalen Gänge. Plötzlich stürmt eine panische Hanna auf mich zu. Sie gehört zu einem Dreierteam sehr junger Pazifistinnen, das den Getränkeverkauf betreut. Alle drei haben keine Ahnung vom Anarchismus oder gar von Mühsam. Sie sind uns in der Vorbereitungsphase zugelaufen, weil im Irak gerade Krieg tobt und wir deshalb den Antimilitarismus Mühsams in den Mittelpunkt dieses Festes gestellt haben. Komm schnell, Markus, ruft sie, da wollen welche die Bar stürmen. Ich beruhige sie kurz, dann eilen wir gemeinsam zum Ort des Geschehens. Das Erste, was ich über die Köpfe erkennen kann, sind ihre beiden Kolleginnen. Sie haben sämtliche Bierkästen vom Tresen zurückgezogen und sich mit leeren Flaschen bewaffnet breitbeinig davor aufgebaut. Tapfere Friedenstauben, denke ich noch. Da bin ich schon um die Gangkehre und sehe den dicken Anarchisten auf seinem Barhocker balancieren. Es ist mal wieder der Obermufti des Berliner Kultursyndikats, der FAU. Beim letzten Fest pisst er um diese Uhrzeit noch fröhlich in die Gänge. Diesmal scheint ihm das Geld für Bier ausgegangen zu sein. 1,50 € für ein kleines Becks, brüllt er. Das ist Kapitalismus. Das lassen wir uns nicht bieten. Und die halbe anwesende FAU folgt gebannt seiner Rede. Selbst der DJ hat Pause gemacht. Ich weiß, was ich jetzt tun muss, aber eine Stimme in meinem Kopf sagt, Markus, du bist langsam zu alt für sowas. Immer wieder musste ich ihn hören, wenn ich als Jugendlicher mit meinem Vater diskutierte, diesen schrecklichen Satz, wer mit 16 kein Anarchist ist, hat kein Herz. Wer es mit 30 immer noch ist, hat keinen Verstand. Ja, die Richtigen noch. Mein Vater hielt das für ein Zitat von Churchill, aber dieser hatte von Sozialisten gesprochen und seine Altersangaben waren 20 und 40. Auch war er nicht der Erste, der sich dieser Phrase bediente. Bertrand Russell hatte sie für Kommunisten verwendet, George Bernard Shaw und Theodor Fontane für Revolutionäre im Allgemeinen. Und es würde mich wenig wundern, wenn sie sich schon in spätrömischen Quellen mit Bezug auf die letzten Anhänger der Republik fände. Auf Anarchisten bezogen hat sie der frühere französische Premierminister Georges Clemenceau, dem man zugutehalten kann, dass er 1919 von einem Anarchisten angeschossen wurde und diesen anschließend begnadigen ließ. Außerdem lautete seine Formulierung, wer mit 16 nicht Anarchist ist, ist ein Idiot. Aber wer es mit 40 noch ist, ist es auch. Damit ist er der einzige der genannten Autoren, der dem jugendlichen Aufbegehren nicht Herz, sondern Verstand attestiert. Also nicht nur romantische Schwärmerei, sondern Erkenntnis. Mein eigener jugendlicher Anarchismus war da zugegeben eher eine Mischform. Ich war gegen Krieg, Religion, Kapitalismus und Nationalismus, außer beim Fußball. Ich war von Schule und Staat in meiner individuellen Entfaltung beschnitten und konnte mir zu Recht nicht vorstellen, dass das Leben in einem tristen Kunstlederhütchen Sozialismus à la DDR besser wäre.
Insofern lief meines Vaters zweitliebste Phrase bei mir ins Leere: Dann geh doch nach drüben. Auf den Anarchismus hatten mich weder Stirner noch Bakunin, Mühsam, Rocker oder einer der anderen üblichen Verdächtigen gebracht. Es war der britische Science-Fiction-Autor Michael Moorcock, damals ein relativ prominenter Vertreter seiner Zunft und bekennender Anarchist. Dieser hatte in den späten 60er Jahren ein Avantgarde-Magazin namens New Worlds herausgegeben, in dem Science-Fiction-Geschichten erschienen, die unter Drogeneinfluss entstanden waren, hemmungslos Sprachzersplitterung betrieben oder bizarre dystopische Bilder pervertierter Massengesellschaften entwarfen. Finanziert wurde dieses ambitionierte Blatt von Moorcock selbst, der zu diesem Zweck in irrwitziger Geschwindigkeit leichter verkäufliche Fantasy-Sagas verfasste. Zu den Stammautoren von New Worlds gehörten Leute wie James Graham Ballard oder Norman Spinrad. Und die las ich allabendlich auf meinem Ikea-Bett unterm Reihenhausdach meiner Eltern im beschaulichen Wiesbaden. Dazu dröhnte die Nevermind the Bollocks von den Sex Pistols. Zwar ging ich zuweilen auf Demos, hatte aber weder eine schwarze Lederjacke noch bunte Haare oder das damals weit verbreitete Palituch. Nicht mal einen schwarz-roten Anstecker besaß ich. Mein Zugang zum Anarchismus war die Kunst. Dabei hatte ich Namen wie Guy Debord oder Isidor Isou nie gehört. Ich wusste nichts von Lettristen oder Situationisten und schon gar nicht, dass von diesen direkte Spur über Malcolm McLaren zum Great Rock'n'Roll Swindle der Sex Pistols führte. Aber ich spürte, dass es mehr als Musik und auch mehr als jugendliches Aufbegehren war, wenn Johnny Rotten aus den Boxen schrie: I am an Antichrist, I am an Anarchist. Das hatte wenig gemeinsam mit den Parolengesängen von Slime oder Tonsteinscherben, die auf den Demos abgefeiert wurden. Rein gefühlsmäßig ordnete ich die Sex Pistols schon damals eher dem Dada-Universum zu, das mir ausgerechnet in der verhassten Schule von einem ambitionierten Kunstlehrer eröffnet worden war. Dada war eines seiner beiden Steckenpferde, das andere war Joseph Beuys, insbesondere dessen These, dass jeder Mensch ein Künstler sei. Irgendwann erwischt es einen doch. Bei mir war es im Zuge der diversen Uni-Streiks während meiner ersten Semester in Berlin. Zwar fand ich Rio Reisers manische Paradiesbeschwörung immer noch lächerlich, insbesondere die Vorstellung, auch Löwe und Lamm lägen in einer befreiten Welt Grünzeug mümmelnd nebeneinander, aber auch ich grölte jetzt auf Demos die Parolen mit, trug komische Frisuren, Lederjacke und schwarzen Stern und kam mir höchst gefährlich vor, wie der Revoluzzer in Mühsams Gedicht. Ich erinnere mich noch gut, dass ich sogar stolz war, als mich mein Bekannter Basti Weihnachten 1990 in seinen anarchistischen Diskussionskreis einführte. Basti war etwas älter als ich, trug selbstgestrickte Pullis in schwarz-rot und hatte zwei kleine Töchter, die natürlich Marie Johanna und Anna Sheila hießen. Für sie hatte er sogar einen Weihnachtsbaum organisiert, den er mit Bildern vollbärtiger Männer, Hanfpostkarten und schwarz-roten Sternen schmückte, während er mich für meine verspätete Politisierung lobte. Rückblickend würde ich es eher als einen verspäteten Eintritt in die Jugendkultur bezeichnen. Die Gespräche in Bastis Kreis drehten sich vor allem um die Symbolik verschiedener Aufkleber und Anstecker, um Hardcore-Bands und Straßenkampf-Selbsterfahrungsberichte in handkopierten Fanzines, die lustigerweise immer mit Siegesmeldungen endeten, was meinen eigenen Demo-Erfahrungen deutlich widersprach. Nach der fünften Flasche Rotwein wurde dann auf den wenigen historischen Kurzzeiterfolgen umgeritten. Ukraine in den 20ern, Spanien in den 30ern und natürlich die Münchner Räterepublik. Da ich nicht auf Landkommunen stehe, wurde Letzteres mein Steckenpferd. Und es ist erstaunlich, wie viele Bücher man über einen einmonatigen Revolutionsversuch lesen kann, der zudem vom denkbar unwürdigsten Gegner beendet wurde, der SPD. Immerhin las ich in dieser Zeit auch Rocker, Stirner und Konsorten, lernte allerlei Drogen und alternative Beziehungskonzepte kennen
und machte die wichtige Erfahrung, dass man stundenlang hoch die internationale Solidarität brüllen kann. Der Frauenblock hakt so einen Schwanzträger trotzdem nicht unter, ganz gleich wie viele Bullen hinter einem her sind. Meine eigenen Versuche, kulturelles Engagement in den Vordergrund zu rücken, scheiterten kläglich. Vielleicht muss man da einfach durch. Vielleicht muss man am eigenen Leibe lernen, dass es sinnlos ist, einem Publikum literarische Texte vorzutragen, das immer zu einem guten Teil aus besoffenen Punks, anti-autoritär verzogenen Blagen und halbwilden Kötern besteht. Dass von jenen, die doch zuhören, jeder Text affektiv auf politisch korrekte Wortwahl abgeklopft wird und dass gegenderte Lyrik, wenn man sich darauf einlässt, so scheiße klingt, wie sie aussieht. Es war die Lektüre von Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, das ist immer noch eine hervorragende Buchempfehlung, die mich 1993 endlich wieder aus dem jugendkulturellen Sumpf zog. Mir das Tor öffnete zu Lettristen und Situationisten und damit zu einem künstlerisch agierenden Anarchismus, dessen Freiheit nicht zuletzt auch eine Freiheit von formalen Zwängen, laute E-Gitarren und plakativer Symbolik, schwarz-rote Sterne, Fahnen oder Klobürsten bedeutet. Mag derlei auch geeignet sein, in einer stark männlich und heterosexuell dominierten Jugendkultur das Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern, mit Anarchismus hat es so wenig zu tun wie die vorherrschende Optik linksradikaler Gastronomie. Versiffte Klos, in denen man trotzdem zum Sitzpinkeln aufgefordert wird. Nach nassem Hund stinkende Sofas, Bierpfützen und Eddinggekrakel. Was da Freiheit von gesellschaftlichen Konventionen oder alternative Gemütlichkeit suggerieren soll, ist am Ende nur Ausdruck adoleszenter Rebellion gegen die eigene meist bürgerliche Herkunft. Mit gelebter Gegenkultur hat es wenig zu tun. Für die Situationisten war subversive Kunst grundsätzlich an Gegenkultur gebunden. Es verstand sich für sie von selbst, etwa Kontakte zur bürgerlichen Presse und deren Verbreitungsmöglichkeiten zu meiden. Auch die Perspektive, mit Kunst Geld zu verdienen, wurde von ihnen kategorisch verneint. Sie betrieben stattdessen Potlatsch. Der Begriff verweist auf ein zutiefst antikapitalistisches Ritual der Chinook-Indianer. Hierbei werden, meist ausgelöst von einer Erbschaft, Geschenke mit immer größeren Geschenken beantwortet, was nicht nur die Anhäufung von Reichtum in den Händen Einzelner verhindert, sondern im Extremfall bis zum Abbrennen des eigenen Dorfes fortgesetzt wird. Diese Idee und eine kleine Erbschaft meiner Großmutter wiesen mir den Weg zurück in die eigene künstlerische Produktion. Den Rest der 90er Jahre verbrachte ich damit, nach dem Potlatch-Prinzip komplexe anarchische Kunst-Happenings zu inszenieren, mit Musikdarbietungen jenseits von Melodie und Rhythmus, skurrilen Ready-Made-Installationen und Leseritualen, die an Selbstverbrennung grenzten. Leider war die Erbschaft irgendwann verbraucht und der Potlatch somit vollzogen. Als französischer Situationist hätte ich mir nun wohl einen Mäzen gesucht und das nächste Projekt geplant. In Paris der 50er und 60er Jahre muss es von reichen Anarchisten mit gegenkulturellem Kunstverstand nur so gewimmelt haben. Nicht so in Berlin der Jahrtausendwende. Gegenkultur existiert hier, damals wie heute, nur als chronisch unterfinanzierte und schlecht organisierte Jugendkultur, bei der die honorarfreien Auftritte wütender junger Hobbymusiker vor allem als Anlass zum gemeinsamen Biertrinken dienen. Weshalb dem Bier auch im Gegensatz zur künstlerischen Darbietung ein Geldwert zuerkannt wird. Kein Wunder, dass eine derart entwertende Darreichungsform von Kunst insbesondere im Vergleich mit der bizarr übertechnisierten und durchgestylten Massenkultur, gerade progressiven Jugendlichen zunehmend uncool erscheint und die anarchistische Jugendkultur daher inzwischen mehrheitlich von in die Jahre gekommenen Berufsjugendlichen betrieben wird. In einem aber sind sich Massenkultur und Gegenkultur heutzutage erstaunlich einig, darin nämlich, dass Kunst den Rezipienten kein Geld kosten sollte. Obgleich doch gerade in der anteiligen Finanzierung durch die Rezipienten die einzige Chance besteht, den fehlenden Mäzen zu ersetzen. Spätestens mit dem Unwesen des alles schnell und gratis Herunterladens
das ganz nebenbei auch den ideellen Wert des sich so angeeigneten Kunstwerks negiert, ist der allgemeine Anspruch entstanden, künstlerische Arbeit auch außerhalb der gegenkulturellen Sphäre von jeglichem Lohnanspruch zu entkoppeln. Während gleichzeitig die künstlerische Produktion immer mehr Eigenkapital verlangt. Das Ergebnis ist eine Kultur, die im breiten wirksamen Maßstab nur noch über die Anbindung an Kapitalinteressen großer Konzerne möglich ist. Im kleineren Maßstab bedeutet das, dass künstlerische Erzeugnisse inzwischen mehrheitlich von Kindern reicher Eltern produziert werden oder auf Hobbybasis von Menschen, die ihre Arbeitskraft dem Kapitalismus auf anderer Ebene zur Verfügung stellen. Das Ergebnis ist, im Großen wie im Kleinen, nicht Kunst, sondern Kunstgewerbe, also ein unterhaltsamer Kitsch. Mit den Piraten ist sogar eine Partei entstanden, die sich die gezielte Entwertung von Kultur auf die Fahne geschrieben hat. Dass diese Fahne zudem schwarz ist, kann man dem Anarchismus zwar nicht anlasten, aber die Idee der Abschaffung des Urheberrechts geht tatsächlich auf die Situationisten zurück, die, wie beschrieben, das Glück hatten, aus einer auch finanziell vitalen Gegenkultur heraus operieren zu können. Und zur heute allgemein grandios fehlverstandenen These, dass wir zwar nicht alle Physiker, Ärzte oder Piloten, aber doch alle Künstler sind, bemerkte unlängst ein befreundeter Musiker zutreffend: Wer hätte gedacht, dass uns der Beuys nochmal so auf die Füße fällt? Jetzt überspringe ich ein paar, das ist trotzdem eigentlich sehr lesenswert, aber ihr sollt ja auch das Buch kaufen. Und Unterhaltungsindustrie und die Finanzierung des Künstlers über Hartz IV und ähnliche Förderprogramme. Und komm direkt wieder zum Erich Mühsam-Fest. Als die Schriftstellerin und Musikerin Manja Prekels 2001 das Erich-Mühsam-Fest ins Leben rief, war das ein Potlatsch aus ihren persönlichen Ersparnissen und der Arbeitskraft von 9 oder 10 jungen Anarchisten. Obwohl auch solche Dinge ihren Platz hatten, standen weder das Pogo-Tanzen zu Punkmusik noch stundenlanges Vorlesen von Mühsam-Texten im Zentrum des Festes. Alles in allem erinnerte mich die Mischung aus schrägen Lesungen und Installationen mehr an meine eigenen Kunst-Happenings in den 90ern. Ich war entsprechend begeistert und sofort bereit, mich für eine Wiederholung im nächsten Jahr zu engagieren. Um dieses nächste Fest nicht in einem finanziellen Bankrott der kompletten Vorbereitungsgruppe enden zu lassen, berechneten wir einen minimalen Eintrittspreis von 5 und 3 Euro, der sowohl unsere Unkosten als auch die der ca. 40 beteiligten Künstler decken sollte. Fast hätte es geklappt. Dummerweise erzeugte der Anblick von knapp 700 zahlenden Gästen, gepaart mit völliger Unkenntnis der Kosten für Gelände, Beschallungstechnik, Stromgeneratoren etc., bei einigen schlichten Gemütern das Gefühl, wir würden uns an der Sache bereichern. So kam es, dass gleich 2 beteiligte Gruppen meinten, sich im Gegenzug an uns bereichern zu dürfen. Eine Anarcho-Kombo aus der Karower Wagenburg entwendete mehrere unversicherte Kunstwerke und eine für ihre Tonsteine-Scherben-Cover-Versionen damals recht bekannte Band aus Oranienburg gleich ein komplettes Technik-Rack im Wert von knapp 1000 Euro. Scheiß Kapitalisten, schrien sie noch, als sie damit davonfuhren. Und als wir eine Woche später mit außergerichtlichem Druck die Rückgabe erzwangen, zerschlugen sie die Geräte vorher. Ob sie dabei Schritt für Schritt ins Paradies oder macht kaputt, was euch kaputt macht, sagen, weiß ich nicht. Wir jedenfalls hatten für unser Engagement diesmal nicht nur Schulden erhalten, die dazu führten, dass wir beim nächsten Fest Versicherungen für Technik und Kunstwerke abschlossen und dafür den Bierpreis von 1,20 Euro auf 1,50 Euro anheben mussten. Nein, wir standen nun auch noch unter dem Verdacht der Bereicherung, den das Erich-Mühsam-Fest in den folgenden Jahren nicht mehr loswerden sollte und der nicht unwesentlich dazu beitrug, dass wir das Projekt schließlich einstellten. Ein weiterer Grund war das beständige Schrumpfen unserer Organisationsgruppe. Da weder wir noch die meisten der beteiligten Künstler in einer der gängigen Politsekten organisiert waren, hielten uns schon bald all diese Sekten für politisch fragwürdig. Und obgleich wir uns als offene Gruppe verstanden und unsere Vorbereitungstreffen sogar in den Szeneblättern inserierten, hatten wir schließlich zu wenig Helfer
um das gleichzeitig enorm gewachsene Fest noch stemmen zu können. So endete das Erich Mühsam Fest, als es endlich zu dem gegenkulturellen Podium geworden war, das uns vorgeschwebt hatte. Zu einem dreitägigen Festival mit über 100 Künstlern auf 6 Bühnen, ohne formale und inhaltliche Vorgaben, außer der, sich im Geiste Erich Mühsams zu versammeln. Was blieb, war die Erkenntnis, dass das aus der feministischen Diskussion bekannte Bild vom Krabbenkorb, der keinen Deckel braucht, weil die Krabben selber dafür sorgen, dass keine über den Rand kommt, auch auf gegenkulturelle Zusammenhänge anwendbar ist. Es war jene eingangs erwähnte Szene vom vorletzten Erich Mühsam Fest im Stadtbad Oderberger Straße, in der sich der anarchistische Krabbenkorb für mich offenbarte. Dem Obermufti des Kultursyndikats auf seinem Barhocker mag man einiges vorwerfen können, seine Obermufti-Rolle gehört meiner Ansicht nach nicht dazu. Alle Gruppen bringen Hierarchien hervor, auch jene, die sich explizit gegen Hierarchien wenden. Es gibt immer jemanden, der vielleicht einfach besser reden kann als die anderen oder regelmäßig die besseren Argumente hat. Auf den hört die Gruppe dann schon gewohnheitsmäßig. Gleichzeitig erwächst dieser Person daraus die Verpflichtung, in kritischen Momenten Sprachrohr der Gruppeninteressen zu werden. Insofern konnte der Obermufti an jenem Abend im Stadtbad Oderberger Straße vielleicht gar nicht anders, als auf diesen Barhocker zu klettern und die versammelten Anarchokrabben zur direkten Aktion gegen unsere Bar aufzurufen. Ich aber war nun mal der organisatorische Obermufti dieses Festes. Meine Verpflichtung war es, ihn von diesem Barhocker herunterzukriegen. Also lachte ich lautstark, um die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, klopfte ihn von hinten so kräftig auf die Schulter, dass er böse ins Schwanken kam und sagte, na Genosse, was ist los? Kannst du dir kein Bier mehr leisten? Hier, ich hab noch ein paar Freimarken, aber schön mit den anderen teilen, ja? Nicht, dass wir dich am Ende noch austragen müssen. Verwirrt betrachtete er die Marken in seiner Hand. Die Umstehenden lachten. Ich ging zum DJ und bat ihn, eine tanzbare Version von Alas Barricadas aufzulegen. Dann tanzte ich eine Runde mit den versammelten FAUlern, während unsere drei Barfrauen ihre Arbeit wieder aufnahmen. Ja, ich johlte sogar die Schlussstrophe mit und streckte die Faust in die Luft, wie früher in Bastis Diskussionskreis nach der 8. Flasche Rotwein. Ganz gleich, was Clemenceau und die anderen gesagt haben, dachte ich bei mir, dem Anarchismus kann man als Künstler nie ganz entwachsen. Aber die politisch getarnte Vereinsmeierei schwarz-roter Jugendkultur sollte man bei Zeiten hinter sich lassen. In ihr liegt nur Beschränkung, keine Freiheit. Dankeschön.